Der geballte Corona-Wahnsinn in 10 Minuten, ein Rückblick auf eine irre Zeit zum Kopfschütteln. Pfizer, guck mal. Die sind als Impfstoff verkleidet. Ich habe teilweise richtig das Gefühl gehabt, dass die Leute richtig Bock darauf hatten, so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt mal so einen kleinen Kurzfilm rein, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar geht es um die Corona-Pandemie, ja? Der geballte Corona-Wahnsinn in 10 Minuten, ein Rückblick auf eine irre Zeit zum Kopfschütteln. Ich habe das ja auch schon öfter gesagt und sage das auch gerne nochmal, dass ich einer bin, der natürlich diese Corona-Zeit sehr kritisch betrachtet und selber auch dadurch, dass ich mein Maul aufgemacht habe, als einer der Ersten in Deutschland, dann auch sehr viel leiden musste, beziehungsweise ja, der Umgang mit mir oder mit Menschen generell, die Maßnahmen hinterfragt haben oder gesagt haben, ey, das ist nicht korrekt, was hier alles passiert, so. Wir wurden halt schlecht behandelt und wir wurden beleidigt, wir wurden diffamiert und diese ganzen Sachen. Und deswegen ist das mit ein Grund, warum ich immer noch darauf aufmerksam machen möchte, weil ich finde, das Thema ist viel zu schnell einfach weggegangen. Keiner redet mehr darüber. Alles ist okay. Menschen sterben aber mittlerweile, weil die sich impfen lassen haben und dies, das, bla bla bla. Also da passiert so viel Scheiße und es wird halt null aufgearbeitet. Deswegen mache ich das wenigstens hier auf dem Kanal. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los. Let's go. Corona head out, man, Alter. Und los. Das ist nur so mit Musik unterspielte Memes quasi so. Bruder, das ist echt passiert, weißt du, wie ich meine? Das ist so sinnfrei, das ist schon wieder crazy. Bro, das gab's wirklich, guckt euch das an. Bruder. Der arme Hund, jo. Ich habe teilweise richtig das Gefühl gehabt, dass die Leute richtig Bock darauf hatten, so. Schön Masken anziehen, voll in die Übertreibung reingehen und jeden, der frei sein möchte und keinen Maulkorb anzieht, schön erstmal, ja, einfach einen Spruch drücken, so. Weißt du? In Deutschland, die Leute haben das richtig enjoyed, man. Das hat denen richtig Spaß gemacht, habe ich das Gefühl gehabt, so. Den Spaß gemacht, so. Digga. Die Kinder, ich sag dir ehrlich, die Kinder sind die, die am meisten Schaden davon tragen, auch langfristig. Und das ist eine Sache, die können wir jetzt noch gar nicht richtig sagen, was das langfristig, diese Generation, die so groß geworden ist und in irgendwelchen Vierecken spielen musste auf dem Kindergarten und auf dem Schulhof und so, ne? Glaub mir, dass mit denen irgendwas anders ist als mit uns. Wo wir groß geworden sind, waren wir nämlich frei. So. Wir konnten machen und tun, was wir wollten. Haben die Welt erkundet und dies, das. Die sind groß geworden, eingesperrt in Vierecken. Schön Reihe und Glied. Anstehen für irgendwelche Dinge. Nicht mehr rausgehen ab einer gewissen Uhrzeit und so. Glaubt ihr echt, dass das nicht langfristig einen Effekt hat auf die Kids, wenn die größer werden? Warte mal ab, wenn diese neue Generation, die so groß geworden ist, irgendwann die Welt in der Hand hat, mehr oder weniger so, ne? Weil es ist ja so, die Kinder sind unsere Zukunft. Dann Prost Mahlzeit. Digga. Kannst nicht spielen. Guck mal. Was... So, guck dir das an. Lass das dir, guck dir das an, Bro. Guck's dir an. Willst du mir jetzt erzählen, dass mit den Kids in der Zukunft nicht, also dass da nicht irgendwas anders ist im Kopf, wenn du so groß wirst, so? Das war eine Vorbereitung. China-Vibes. Ticker.
Wenn ich mal so überlege, es gab einfach Ausgangssperre. Ja, ey, die Leute, das fand ich auch so faszinierend, dass die haben halt die Propaganda in den Medien so heftig angeschmissen, dass viele Leute damit okay waren, so. Weißt du? Die waren damit okay, so. Die haben da einfach, ja, ist halt jetzt Ausgangssperre, so, weißt du? So Leute wie wir, Digga, ich war ja damals schon, auch meine Homies und so, Bruder, für uns war das crazy. Wir haben gedacht, die Welt geht unter. So. Weil das ist doch nicht normal gewesen und dass alle dabei mitmachen und so, das hat unseren Kopf gefickt. Das hat mich schockiert. Da habe ich den Respekt vor meinem Land verloren. Als ich gesehen habe, dass ein Großteil bei der Scheiße einfach mitmacht, so. Und dass Leute mich beleidigen, weil ich sage, geh raus. Scheiß drauf, was die sagen. Die wollen euch nur euren Kopf ficken, so. Das war crazy. Und dann gucke ich die Comedy-Szene, wo eigentlich Comedy und Rap, Digga, das sind eigentlich die beiden Szenen und die beiden Genres und die beiden Spektren, sage ich mal so, wo die Leute auch drauf scheißen, was die Masse sagt, sondern die sagen, was die denken. Comedians, die ein bisschen so eingestellt waren, wurden gecancelt. Rapper, die irgendwas gegen die Maßnahmen gesagt haben, wurden gecancelt. Gangster-Rapper waren keine Gangster-Rapper mehr, sondern systemkonforme Ich bleib zu Hause-Poster. Musst du dir mal reinziehen, Bro. Bruder. Das kannst du dir nicht ausdenken, wa? Nee, Dicker, hat er nicht gemacht. Manche haben echt krass übertrieben. Der ist so lächerlich. Wir müssen es auch nicht komplett reinziehen. Ne? Wir müssen es auch nicht komplett reinziehen. Das bleibt, glaube ich, genau so. Sollen wir ein bisschen durchskippen hier? Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Die Leute waren so terrified, ne? Also die haben denen so eine heftige Angst eingeredet. Guck mal, was die aus sich gemacht haben, so. Scheiße. Digga, und das waren nicht wenige Leute, die so rumgelaufen sind, ne? Jetzt mal ehrlich, ich habe auch in Deutschland voll viele gesehen mit so einem Ding vor ihrem Gesicht und Handschuhe und so. Die haben Angst vor Menschen gehabt. Ist ja auch so eine krasse Sache. Denen wurde quasi suggeriert, dass der Mensch gefährlich ist. Deine Mitmenschen so. Deine Mitmenschen sind jetzt gefährlich, ansteckende Bazillen so. Die sind jetzt nicht mehr deine Freunde. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Die waren echt im Schwimmbad mit Maske? Der wird festgenommen, erstmal Maske angezogen. Wow. Ich hätte sowas niemals gemacht. Niemals. Niemals. Guck mal hier, Konzerte. Nee, Bruder. Hör doch auf. Haben sich echt so eine Tüten über den Kopf gezogen? Pfizer, guck mal.
Die sind als Impfstoff verkleidet. Erstmal Desinfektionsmittel in den Kaffee reingehauen, Digga. Bro. Die schwimmen mit Maske. Bruder, reicht. Reicht. Ich kann nicht mehr. Reicht. Reicht. Ich will das aber bei YouTube hochladen. Guckt euch das ganze Video gerne an. Unten in der Beschreibung verlinkt. Der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Und das war echt. Ja? Das war kein Joke. So. Mit Abstand betrachtet lachen wir uns jetzt einen Arsch darüber ab so und finden das lustig so. Aber eigentlich ist das mehr als traurig. Es ist einfach nur traurig so. Es war einfach nur traurig zu sehen, wie viele Leute einfach nicht... Eure Gedanken in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Jetzt im Nachhinein wie ein schlechter Film. Und währenddessen hat halt jeder mitgemacht. So, das ist halt crazy so. Die Jungs, die wir da gesehen haben, die Jungs innen, die laufen so rum bis heute. das schwöre ich dir aber. Wenn Winter kommt, wird erstmal wieder achtfach Lage Masken auf den Mund drauf.